mondo è fatto. Vince, raggio, vince, raggio. Ein buntes, vibrierendes Räderwerk sind die großen Maschinenskulpturen des Schweizer Künstlers Jean Tinguely. Die Räder, Zylinder und Trommeln, von Keilriemen betrieben, greifen ineinander wie ein monumentales Uhrwerk. Kunst ist Bewegung, weil alles sich bewegt. So lautet Jean Tinguelys Überzeugung. Er ist ein Romantiker der Maschine. Mit seinen spielerischen Skulpturen, die so witzig, ironisch wie absurd sind, schafft er ein poetisches Universum, in dem Bewegung und Stillstand, Tragödie und Humor, Leben und Tod zusammenkommen. Der junge Künstler beginnt in den 50er Jahren aus Holzteilen, Metall und Eisendraht seine ersten Skulpturen zu entwickeln, nach dem Vorbild der dadaistischen Assemblage. Malerei ist für ihn eine Sackgasse. So beschließt er, Bewegung in die Malerei zu bringen und baut seine Malmaschinen, inspiriert von der Peinture automatique der Surrealisten, die versuchen, das Unbewusste in die Zeichnung zu bringen. Mit kleinen Elektromotoren versetzt er seine Werke aus schlichten Kupferdrähten in Schwingung. Die feinen Drähte bekommen durch die Bewegung Volumen. Meta Malevich nennt er seine motorgetriebenen Reliefs. Vor den Augen des Betrachters kreisen die weißen Stäbe, sich ständig verändernde, schwebende Formen entstehen. Für die Konstruktivisten wie Malevich hat sich Tinguely schon interessiert, als er in Basel die Kunstgewerbeschule besucht. Durch die Bewegung kommt es nie zu einem endgültigen Bild. ...1952 zieht Tinguely nach Paris. Er arbeitet weiter an seinen Metamaschinen. Mit einer transportablen Metamatik zieht er durch die Kneipen und verkauft für 5 Francs die Zeichnungen. Im 15. Pariser Arrondissement kann er sich endlich in einer Hinterhofwerkstatt einrichten mit der Künstlerin Eva Eppli. Ohne Eva Eppli, meine erste weibliche Kollegin und meine erste Frau, hätte ich nie funktioniert. Ich war zu verrückt. Die beiden haben kaum Geld, leben äußerst bescheiden. Tinguely beginnt, sich als Künstler zu etablieren. Ein Glücksfall für ihn ist die Begegnung mit dem schwedischen Kunstkritiker Pontus Hulten, der für Tinguelys Werke den Begriff Metamechanik erfindet und die Tür zum Kunstbetrieb öffnet. Seine aus Alteisen und Schrottteilen zusammengeschweißten Skulpturen sind schwer zu transportieren. Der Weg zur Galerie quer durch Paris wird zu einer Art Happening. Tinguely und seine Freunde inszenieren einen Umzug, eine Parade, die den Straßenverkehr behindert und viele Zuschauer anzieht. Der Umzug wird gestoppt und Tinguely wird von der Polizei verhaftet. Er war eine Bombe, er war eine... Ich habe, glaube ich, ganz selten jemanden kennengelernt, der so viel Energie zur Verfügung hatte. Er hatte doppelt so viel Energie wie alle anderen, die ich kannte. Mit dem Künstler Yves Klein entsteht eine intensive Freundschaft. Was ist Kunst? Was macht Kunst interessant? Das sind die Fragen, die sich die beiden stellen. Sie machen eine gemeinsame Ausstellung. ...1960
gründen sie die Gruppe der Nouveau Realiste, der neuen Realisten, zu denen Spörri, César, Christo, Niki de Saint-Phalle sowie der Plakatkünstler Villeglé gehören. Skulpturen aus Schrott und abgerissene Plakatwände werden zur Kunst erklärt. Le climat, c'est une période où l'art était vraiment un jeu. Damals war die Kunst wirklich ein Spiel. Es war alles sehr spielerisch. Plakate abreißen, Schrott ausstellen und das zur Kunst machen. Dengeli machte, was er wollte. Es war immer amüsant und irgendwie barock. Et il y avait quelque chose de baroque, d'amusant dans ce qui se faisait à cette époque-là. Mittlerweile ist Dengeli der Durchbruch gelungen. Er baut sich selbst zerstörende Skulpturen in New York, der Wüste von Nevada und Mailand. Mit La Vittoria feiert er das 10-jährige Bestehen der Nouveau Realiste. Ein Happening, ein barockes Spektakel. Die funkensprühende Zerstörung einer phallischen Rakete als anarchistische Parodie der Kunst. Dengeli begeistert die Schönheit der Zerstörung. Was Dengeli macht, hat Dynamik. So auch die legendäre Ausstellung Die Labie 1962 in Amsterdam, in der Dengeli sein Publikum mit von Windmaschinen wirbelnden Luftballons fasziniert. Die Labie steht für dynamisches Labyrinth. Dengeli ist der Anführer der Gruppe, in der auch die Künstler Daniel Spörri, Robert Rauschenberg und Niki de Saint-Phalle mitarbeiten. Mittlerweile sind Niki, die französische Künstlerin, und Jean ein Paar. Ein Leben lang verbunden von der Leidenschaft für die Kunst. Ich bin ein Makabrist, beschreibt sich der Künstler. Er arbeitet mit spielerischen Elementen, um sich nicht vom Makabren unterkriegen zu lassen. Makabrer Ludismus nennt er das. Ich gehe auf die Todesangst ein, die Heimsuchung, die der Tod für den Menschen darstellt, und burleskifiziere das, was ich ausdrücke. Wenn seine Maschinen nicht laufen, sehen sie traurig aus. Sobald sie sich bewegen, ist Freude drin. Das gilt auch für sein Ballett der Armen, zusammengesetzt aus Altkleidern und Konsumabfall. Als Dengeli sein Pariser Atelier in der Impasse Ronsin aufgeben muss, zieht er mit Niki de Saint-Phalle nach Soisy-sur-École, einem Dorf südlich von Paris. Das Paar lässt sich in dem ehemaligen Gasthof Le Cheval Blanc nieder. Garten und Haus werden zu Ateliers, wo gemeinsame Projekte entworfen werden. 1971 heiraten die beiden in Soisy-sur-École. Er war mein Arbeitskamerad, meine Liebe, aber auch mein Rivale. Es war wie ein Krieg, ohne Sieger und Besiegte. Unsere Kriege waren Freudenkriege, beschreibt Niki die Beziehung. Wir waren beide von einem inneren Dämon besessen, den wir aber durch unsere künstlerische Arbeit austreiben konnten. So wurden wir nicht zu Terroristen, was für jeden von uns genauso möglich gewesen wäre. Er hatte zwei Frauen, die ihn wirklich über alles erstaunten und deren, die für ihn so Prinzessinnen waren. Das eine war die Eva, die erste,
Und die zweite war dann die Nicke. Und da war er dann auch gerne hörig, kann man sagen. Er war ihr zu Diensten. Er war dann wie ein Diener für diese zwei Frauen. Aber wirklich gefallen, so die, mit denen er es gut konnte, das waren Verkäuferinnen und Coiffeusen und solche Leute. Eben diese, was ich gerade sagte, wie er auch selber war. So seine Kumpelfrauen, die hat er sich irgendwelchen Supermarkets geholt. Äußerlich sah er aus wie ein Mechaniker. Er war auch ein Mechaniker. Das war sein Markenzeichen. Er war ein Arbeiter, aber er war natürlich auch intellektuell hoch begabt. Und er hatte eine Magie. Er hatte einen Blick, mit dem er zum Beispiel auch jede Frau rumbekam. Also es war ein Sport von ihm auch. Und er konnte wirklich eine Frau so hypnotisieren, würde ich fast sagen. Es war unglaublich, was er mit seinen Augenbrauen, die so da zusammenwuchsen. Und dann war er eben durch diese Doppelbegabung und Doppelgeschlechtlichkeit, kann man fast sagen. Er war ja ein sehr feiner und sehr zarter Mensch und auch ein sehr grober und starker und brutaler Mensch. Also er hatte beides und das konnte er miteinander so mixen und mischen. Er war ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Tangeli liebt schnelle Autos und Formel-1-Rennen. Sein Ferrari ist sein einziger Luxus. Daniel Spörri erzählt, der junge Tangeli glaubte, eher ein berühmter Rennfahrer als ein berühmter Künstler zu werden. Aber berühmt wollte er unbedingt werden. Bewegung, Risiko, Zerstörung, Tod. Elemente von Tangelis Kunst, die seine Faszination für Autorennen verständlich machen. In den 80er Jahren engagiert sich Tangeli auch finanziell für den Rennsport. Er sponsert seinen Freund, den Motorradfahrer René Progin. Er bemalt dessen Sidecar und die Overalls. Später konstruiert er aus dem Chassis und den Motorteilen die Skulptur Shuttlecock. Geschwindigkeit und Dynamik, verbunden mit Zerstörung und Tod, faszinieren ihn. Die Mechanik war für ihn höchst reizvoll. Aber was ihn noch mehr faszinierte, war das Todesrisiko, das die Rennfahrer eingingen. Der Motorradbeifahrer im Sidecar ist besonders ausgeliefert. Er trägt den Spitznamen Le Singe, der Affe. Tangeli selbst fährt keine professionellen Rennen. Aber seine Ausstellungsorte hat er immer mit dem Rennsportkalender koordiniert. Ja, der blaue Mann war natürlich unsere Nationaltracht. Wir waren in Le Mans im 24-Stunden-Rennen, hatten natürlich keine Eintrittskarte gehabt. Was haben wir gemacht? Überkleid angezogen, ein Brett auf den Schulter und dann sind wir reingegangen. Ja. Und so haben wir natürlich schon den Vorteil als Arbeit und das Werk. Er setzt sich auch intensiv mit der Kehrseite des Rennsports auseinander. 1973 stirbt der Rennfahrer Joachim Bonnier beim Formel-1-Rennen in Le Mans. Einem silbernen Todesengel gleicht die Altarskulptur Lola T., Memorial für Joachim B., die Tangeli erst 15 Jahre später aus den Überresten des Unfallwagens gestaltet, kurz nachdem er selbst bei einer schweren Herzoperation in Todesnähe gerät. Für den Künstler ist der Schmerz immer noch in dem Wrack eingeschlossen.
Irlaté ist einer der Flügelaltäre, in denen der zwar anarchistische, aber katholisch erzogene Künstler seine Selbstbefragung über Leben und Tod, Heil und Verdammung ausdrückt. Immer wieder arbeitet er zusammen mit seinem Freund, dem Schweizer Bildhauer Bernhard Luginbühl. Oft holt er ihn zu gemeinsamen Projekten. Bernhard Luginbühl und Ursi, seine Frau, leben in Mötschwil, einem Emmentaler Dorf. Ihr Bauernhaus ist umstellt von Luginbühls gewaltigen, schweren Skulpturen aus rostigem Eisen. 1957 sind die beiden Künstler sich erstmals begegnet. Dangeli ist sofort von den Eisenteilen begeistert. Ja, das war ein Mensch. Aber ein außergewöhnlicher Mensch, der eigentlich nie still war. Und für mich sehr wichtig war. Wir zu zweit waren unschlagbar einfach, das ist klar. Und wir sind auch verschiedene Charaktere gewesen, nicht? Total verschieden, und das ist, war vielleicht das Gute. Es war keine Rivalität, eigentlich. Sie waren so verschieden. Und das ging zusammen. Das gibt es ja selten bei den Künstlern. Meistens ist einer eifersüchtig auf den anderen. Das gab es nie bei ihnen. Höchstens um ein Stück Eisen oder so. Hat mir nicht ein Stück gestohlen, oder? Aber dafür hat er auch wieder gebracht. Nein, das war einfach eine gute Kombination. Ich glaube, das gibt es selten. Er war das Gegenteil von Tengeli. Er war der ruhige Pol. Er war da. Und mit der Familie. Und der Tengeli war immer unterwegs. Immer auf schnell da, schnell da, schnell da. Einfach fast das, wirklich fast das Gegenteil. Und trotz Traum vielleicht kamen sie gut aus. Weil er hatte das gern, die Art von ihm, einfach da. Nicht zu schütteln, nicht zu rütteln. Und das brauchte er auch. Er hatte, ja. Luginbühl und seine Familie sind für Tengeli ein Anker, den er, der immer auf dem Sprung ist, manchmal braucht. Auch die Schweiz ist ein Anker in seinem unruhigen Leben. Der in Fribourg geborene Sohn eines Lagerarbeiters wächst in Basel auf. Die Eltern finden für den schlechten Schüler, der am liebsten bastelt, eine Lehrstelle bei einem Schaufensterdekorateur. Der erkennt das schlummernde Talent des Jungen und drängt ihn zum Besuch der Basler Kunstgewerbeschule. In jungen Jahren ist er ein anarchistischer und clownesker Militant, der die Welt revolutionieren will. Die burleske Anarchie des Basler Karnevals fasziniert ihn. Er entwirft die Karnevalskostüme seiner Fasnachtsgruppe, den Kuttle-Butzern. Jedes Jahr nimmt er begeistert an den Umzügen teil. Elegant verspielte schwarze Gebilde tänzeln rhythmisch, werfen Wasserstrahlen hoch in die Luft. Die Stadt Basel beauftragt Tengeli 1975, einen Brunnen vor dem Theater zu entwerfen. Der Karneval inspiriert den Künstler zu seinen schlanken, skurrilen Figuren. Mit der Dynamik des Wassers entsteht ein vergnügtes, heiteres Zusammenspiel. Der Fasnachtsbrunnen ist ein Wahrzeichen von Basel. Thank you.
Ein skurriler Karnevalsumzug ist die Skulptur Avantgarde. Es sind von Tinguely geschaffene Masken, die er meist selbst bei verschiedenen Umzügen getragen hat. Auf hohe Stangen montiert, steigen die grotesk-theatralischen Köpfe langsam auf und ab. Avantgarde, das bedeutet die Vorhut jeder Karnevalsgruppe, die den Trommlern und Tänzern vorausgeht. Ihr Blick dreht und wendet sich in alle Richtungen. Tinguely mag, neben der bunten Verrücktheit, auch das morbide, melancholische des Karnevals. Mitten im Wald von Fontainebleau im Süden von Paris steht ein freundliches Monster, der Zyklop oder auch La Tête, der Kopf genannt. Eine knapp 30 Meter hohe Skulptur, deren Entstehen von Tinguely initiiert wird. Die verspiegelte Gestalt des Einäugigen folgt einem Entwurf von Niki de Saint-Phalle. Schon lange will Tinguely eine begehbare Großskulptur schaffen. 1969 bekommt er ein Waldgrundstück zur Verfügung gestellt. Der Bau wird Jean und seine Mitstreiter jahrzehntelang beschäftigen. Der Künstler und ein paar enge Freunde tragen die Finanzierung. Viele Entwürfe begleiten das Entstehen des Zyklop, von dessen Grundform Tinguely sehr genaue Vorstellungen hat. Es ist ein Gemeinschaftswerk, dessen Hauptakteure wieder Bernhard Luginbühl und Niki de Saint-Phalle sind. Auch Daniel Spörri, Eva Eppli und Soto nehmen teil. Und gedanklich ist der 1962 verstorbene große Freund Yves Klein auch dabei. Principalement le travail de Jean Tinguely, c'est certain, comme initiateur, ingénieur en chef. Das ist die Arbeit von Jean Tinguely, Initiator und Chefingenieur. Dazu mein Freund Luginbühl und Niki de Saint-Phalle. Das ist das Trio. Und Seppi, der hier steht. Ich habe nicht seine Kraft, mit dem Eisen umzugehen. Schweißstellen wie hier, das kann nur Seppi. Der beherrscht das. Et le comprendre. Et des soudures, comme on en voit ici, qui ont l'air. Derrière, il faut les faire, il faut savoir faire des soudures comme ça. Josef Imhof, genannt Sepp, montiert und wartet bis heute die Werke von Jean Tinguely. Er ist der Chefmonteur, der treue Gefährte. Ich sollte natürlich mal 50 oder 30 Jahre mit diesen Räder gearbeitet hat, dann da gibt es eine gewisse Routine. Man weiß genau, wie man es bauen kann und was man machen kann. Leute, es ist nicht mehr ein großes Suchen, sondern man hat es doch gelernt. Oder? Und von dem her, klar, ein Rad braucht einen Motor und das ist einfach. Oder? Und der Rest ist dann immer, ob dann kein Riemen ganz gerade ist oder nicht. Die Hauptsache ist, es läuft. Oder? Im Inneren des Zyklopen steht Tinguelys mächtiges Räderwerk Metaharmonie und eine Rinne für schwere Eisenkugeln, die durch das Bauwerk rollen. Ein gigantisches Kugelspiel, das den Kopf, das Zentrum der Gedanken, in Bewegung hält. Alle drei Minuten
rollt oben eine Kugel los. Das Riesenohr gestaltet Luginbühl. Und das viereckige Wasserbecken ist Dangelis Hommage an Yves Klein. Dangeli hat seine Vision, seinen Traum verwirklicht mit vielen hundert Tonnen von Stahl. Er ist der Regisseur der Skulptur, in die er die Arbeiten der anderen einfügt. Ende der 80er Jahre schenken Niki und Jean den Zyklop dem französischen Staat, der für die Erhaltung verantwortlich ist. 1994, 3 Jahre nach Dangelis Tod, eröffnet Mitterrand das Werk für das Publikum. Ich bin optimistisch. Wir haben unser ganzes Geld dafür herausgehauen. Ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wie viel wir ausgegeben haben. Der von Ideen sprühende Tangeli versteht es, seine Künstlerfreunde für seine Projekte zu gewinnen. Seinem Charme, seinem Witz, seiner unbändigen Energie kann sich keiner entziehen. Auch Ursi kommt mit den Kindern aus der Schweiz nach Frankreich, als ihr Mann am Zyklop arbeitet. Letzte Zusammenarbeit mit Yves Klein nennt Jean Tinguely das 1988 entstandene Werk. 26 Jahre nach dem frühen Tod, er starb mit 34 Jahren, des für ihn so wichtigen Künstlerfreundes. Yves Klein, der Monochrome, ist ein superber Angreifer, ein Pulverisator des Gegebenen, der beste mir bekannte Provokateur. Logisch und absurd, effizient und menschlich. So Tinguely über seinen Gefährten der ersten Pariser Jahre. Die Skulptur ist leichter, transparenter als andere Werke. Sie nimmt den Gedanken des avantgardistischen Yves Klein auf, der die Kunst vom Material befreien wollte, für den der blaue Himmel das größte Kunstwerk war. Blau und Gelb sind die dominierenden Farben. Die sich drehenden Spiegel fangen das Licht ein, werfen es wieder in den Raum. Ein Spiel mit der Wahrnehmung des Betrachters. Als Niki Jean damals begegnet war, ist sie verheiratet und Mutter von 3 Kindern. 5 Jahre später wird aus der Freundschaft mit Jean eine Liebes- und Arbeitsbeziehung. Niki zieht zu ihm in die Impasse Rosin. Es entstehen die ersten Schießbilder von Niki. Beide sind unakademisch und unkonventionell, wollen Kunst außerhalb des normalen Systems machen. 35 Jahre lang stimuliert sie ihre Arbeitsbeziehung. Er ist ein Verführer, erinnert sich Niki. Und damit erreicht er Dinge, die für andere unmöglich sind. Die beiden schreiben sich zärtliche, sehnsuchtsvolle Liebesbriefe mit wunderbaren Zeichnungen. Jean, je t'aime. Ich liebe dich, Jean. Unsere Zusammenarbeit war ein einzigartiges und privilegiertes Geschenk des Himmels, erinnert Niki, die von Jean unendlich unterstützt wurde bei ihren Projekten. Auch wenn beide andere Liebhaber haben, ihre Beziehung
bleibt bestehen bis zuletzt. Sie sind sich gegenseitig die wichtigsten Kritiker, spornen sich an, fordern sich heraus. Sie inspirieren sich gegenseitig und machen sich Mut. Der Dirigent und Komponist Pierre Boulez bittet Tinguely, einen Brunnen zwischen dem Pariser Centre Pompidou und seiner Hochschule für zeitgenössische Musik zu gestalten. Tinguely sagt zu, unter der Bedingung, das Werk gemeinsam mit Nicky zu entwickeln. Die Musik von Stravinsky, die Namen seiner Stücke wie Feuervogel oder Rossignol, sind ihnen Quelle ihrer Imagination. Jean bittet Nicky zu beginnen. Sie fertigt 20 kleine Tonmodelle, inspiriert von Stravinskys Kompositionen, aus denen Jean auswählt. Ein heiteres und freudiges Zusammenspiel der bunten, schillernden Figuren von Nicky und der skeletthaft zierlichen Gestalten von Jean. Ein kleines Welttheater, das im Moment halb stillsteht, da die Stadt Paris die Wartung versäumt. Gemeinsam machen sie die Entwürfe. Sie arbeiten nie nach einem Schema, sodass das Ergebnis immer verblüffend und neu ist. Mit großer Unabhängigkeit und Freiheit gelingt den beiden Künstlern ein großartiges Zusammenspiel. Er sagte einem am Abend gute Nacht und dann schlief er bei mir, weil wir ganz lange noch diskutiert haben. Morgens um 5 war der schon weg und dann war er um 6 irgendwo, schon hat er ein Flugzeug genommen und dann war er irgendwo in der Zwischenzeit in Amsterdam und hat irgendwas erledigt und am Abend war er wieder da und tat so, wie wenn er überhaupt nicht weg gewesen war. Aber so war sein ganzes Leben, war so. Er hatte ein Paket mit Flugtickets in der Tasche und war plötzlich schnell in New York und was weiß ich. Also er hat einem wirklich in Atem gehalten. Und ich glaube, das ist ein Mensch, der also mindestens 5 Leben hatte. Und er hat einem überrascht durch eben wie schnell er war, wie spontan er war und auch wie radikal eigentlich, nicht? Also er hat sich nie hundertprozentig von dem ganzen Kulturbetrieb eigentlich vereinnahmen lassen. Also dieses Anarchistische, was man spürt, hat er eigentlich immer noch recht konsequent aufrechterhalten können. Aber seine Widerspenstigkeit oder seine Bockigkeit, das hat er sich immer bewahrt und das hat mich auch immer sehr beeindruckt. Als Klaus Littmann 1990 sein Projekt Kulturgüterwagen für die Basler Kunstmesse vorbereitet, kann er Tinguely dafür gewinnen. Als Eva Epli, Daniel Spörri, Luginbühl in der Messehalle an ihren Werken bauen, stellt Tinguely fest, das Licht ist scheiße, ich baue jetzt eine Lampe. So entsteht die Skulptur Der Luminator. Der Künstler wünscht sich Öffentlichkeit für seine Skulptur. 24 Meter lang und 4 Tonnen schwer steht der Luminator später in der Schalterhalle des Bahnhofs von Basel. 1991 erwirbt das Tinguely-Museum die Lichtskulptur und erfüllt so den Wunsch des Künstlers. Was mich bei Tinguely immer erstaunt hat, ist, dass sieht vielleicht zufällig aus, aber in seinem Kopf waren diese Skulpturen eigentlich schon da. Also in dem Moment, wo er das Grundelement hatte, saßen wir in einem Restaurant und dort hat er auf eine Serviette wirklich diesen Luminator so aufgezeichnet, wie man ihn heute sieht. Und das erstaunt mich heute immer noch, wie nah die Objekte am Schluss eben doch an der Zeichnung waren. Mhm.
Wie ein großes Insekt, eine gigantische Wirbelsäule, überspannt der Luminator den Raum mit Objekten, die wie Planeten ruhig ihre Bahnen ziehen. Hirschköpfe und die Schweizer Fahne stehen für die Alpenrepublik. Es ist die letzte monumentale Lichtskulptur von Tinguely. Schon 1968 erwirbt Jean Tinguely in Nérus, einem Dorf im Kanton Fribourg, einen alten Gasthof, Aigle Noir, um dort ein Atelier einzurichten. Sein Standbein in der Schweiz. Hier zieht er sich gern zurück. Hier entstehen viele seiner Werke. Seine Skulptur aus einem alten Safari-Peugeot soll nur im Schnee fahren. Und eigentlich nur in Moskau. Das Gefährt heißt moskowitische Todessafari. Tinguely konstruiert die Skulptur für seine Ausstellung in der russischen Hauptstadt 1990. Die Russen sollen sehen, wie kurzlebig Luxusartikel sind, die sie doch so gerne erwerben. Schon länger integriert der Künstler Tierschädel in seine Werke, Symbole von Vergänglichkeit und Tod. In den frühen Pariser Jahren faszinieren ihn die Tierschädel, die er in den Hallen, dem Bauch von Paris, aufgeschichtet sieht. Irrationales Gebilde mit Pleuelstangen, Treibriemen, Achsen und Rädern, das jeden Fortschrittsglauben in Frage stellt. Auch in Bewegung wirkt die Todessafari mehr erschreckend und bedrohlich als spielerisch und ironisch. Ich beschäftige mich mit dem Tod, um ihn zu bekämpfen, sagt er. Über dem Gefährt schwingt langsam und stetig die Sense des Todes. Als Künstler finde ich ihn bedeutend, weil er die Zeit, die ganze Zeit der Mechanik, die ja mit Newton anfängt, wo das, der als erster die Mechanik der Planeten, also die kosmische Mechanik eigentlich erfindet, im Gegensatz zum Mittelalter, wo Gott sozusagen die Planeten am Fingerchen hat und sie herum dirigiert, nicht? Und Tinguely hat eigentlich den letzten clownesken Totentanz der Mechanik gestaltet, künstlerisch, mit seinem Schrott, den er noch haute, den er irgendwo hat, das ist dann noch ein kleines, das waren so, der, wirklich der Totentanz der Mechanik. Ja. Und das ist schon sehr bedeutend. Mit zuckenden Schatten und düsteren Materialien gleicht seine Arbeit Mengele einem Totentanz. Als 1986 bei Nérus ein Bauernhof abbrennt, besorgt sich Tinguely die verkohlten Überreste. Tierschädel, verbrannter Zivilisationsmüll, Holzbalken
Überreste von Landmaschinen der Günzburger Fabrik Mengele. Es ist die Familie des NS-Arztes Mengele. Tragisch, traurig, obszön und anarchistisch. Der Totentanz vereint sich mit dem Horror der Gaskammern. Der Tod ist etwas durch und durch Erschreckendes. So mache ich ein Spiel, einen Tanz, einen Totentanz mit dem Tod, so Tankeli. Ich versuche, ihm die lange Nase zu machen. Aber als Lebender bin ich natürlich auch zum Sterben verdammt. Gerade weil ich auf die Angst eingehe, kann ich sie fröhlich übermitteln. Die vibrierende Vitalität, der Humor und der Witz des Künstlers stecken auch in den Werken, die voller Melancholie und Skepsis sind. Ein barockes Skulpturentheater, das Leben und Tod in Szene setzt.